So, wir kommen zu Folge 59 der Let's Play-Serie. Ich habe gerade hier gestartet und dachte, oh, sieht das irgendwie alles genial aus, hier so im Dunkeln nachts. Ich denke, wir sind durchaus bereit, hier unsere U-Bahn loszuschicken. Eine Sache würde ich mal nebenher gerade noch in Ordnung bringen, was mir hier mal wieder durchgerutscht ist. Sie ist aber auch, wie ich das immer wieder schaffe. Ich habe die Leitung hier irgendwie draufgesetzt, aber nicht so richtig drauf. Es ist wirklich. Na gut. So, wir müssen den also denn doch nochmal wieder löschen hier. Und wahrscheinlich holt er sich irgendwann die Büros auch selbst rein, aber wir können ihm ja dabei ein bisschen helfen. Na gut. Also, bis wir den Strom nutzen können, wird es noch ein bisschen dauern, aber das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Wir können ja trotzdem starten. Wir haben ja alles schon gesetzt, ist eigentlich auch alles bereit. Insofern. Lass uns doch mal die U-Bahn losschicken. Stellt sich die Frage, würde ich hier gerade auch noch, wenn ich die jetzt alle da reinschicke? Also die Signale sollte ich wegmachen, das gibt sonst nur Probleme. Ja, zum Bauen waren sie wichtig. Lass die mal hier alle wegmachen. Das macht er hier viel orange. Aber ich glaube, die U-Bahn schickt da trotzdem rein. Wir haben das ja hier. In der Linie alles schon vorbereitet hier. Lasse uns doch einfach mal. Weiß nicht, ob er da die jetzt aneinander stupst. Ich lasse den gerade mal hier ein bisschen los. Wir haben ja die Endstation dazwischen. Da sollte eigentlich nichts passieren. Also ich denke, der gleicht das denn schon von alleine aus. So. So, dann lass uns das vielleicht auch mal ein bisschen beobachten hier. Ich würde mal da. Hier müssen wir auch noch ein bisschen aufräumen. Zug wartet zu lange. Ist mir gerade erstmal noch egal. Also, pass auf. Wir wollen das jetzt hier mal. Wir brauchen natürlich Arbeiter und die Studenten und Passagiere. Die lassen wir mal raus. Was Arbeitslosigkeit zu hoch. Ach so, was hast du hier noch für Sorgen? Ja, die stehen hier und warten, um da bauen zu können. Und da steht er von der anderen Seite. Ich gerade nicht. Naja, gut, wir haben hier klar wieder so ein bisschen hin und her, aber. Und hier steht auch noch einer. Wartet, wollt ihr mich hier alle ärgern plötzlich? Was macht ihr denn hier für Sachen? Macht das hier ordentlich. Macht hier nicht so einen Käse. So, war das hier mit der Arbeitslosigkeit? Da haben wir noch ein schickes neues Auto gekriegt. Ja, viele Arbeiter ohne Job. Ein Grund mehr, hier mal aktiv zu werden. Und da geht's schon los. Oh, der fährt ja volle Pulle mit über 300 Leuten. Na gut, dann sollte sich das mit der Arbeitslosigkeit, glaube ich, in Kürze erledigt haben. Das ist ja schon mal auch nicht schlecht. So. Und ja, die Endbahnhöfe, da wo wir die hingeschickt haben, die werden das schon auf der Strecke verteilen. Das sollte kein Problem sein. Wie man hier sieht, die können auch alle auf der Strecke fahren. Auch wenn es hier ja komplett orange ist, Blockstrecken und so, das gibt es für U-Bahn nicht. Ich kein Problem. So, der hat hier alle abgeliefert. Wo hat er denn hier? Kann man den noch irgendwo sehen? Unsere schöne U-Bahn hier. Ja, der steht da. Ah, da kommt sie wieder raus. Okay. Und der kommt hier gerade an. Na gut, die machen das. Man kann auch schon gut erkennen, wie sich überall die Leute verteilen. Hier hat es auch schon angefangen. Die Uranmine liefert ein bisschen was. Die Aufbereitung liefert auch. Und ja, auch die Umwandlung ist schon dran. Das ist ja alles sehr schön. Und inzwischen haben wir hier schon zu viele Leute. Die kriegen wir gar nicht alle unter. Was machst du hier eigentlich mit dem Bus? Ach so, der reißt das Ding hier ab. Ja, gut, sehr schön. Ja, das ist auch in Ordnung. Na gut, also, dann würde ich sagen, läuft das doch hier schon mal ganz gut an. Ich würde denn vielleicht, nachdem wir jetzt hier auch Leute haben, nehmen wir mal wieder hier noch eine Feuerwehr und wir werden hier auch wieder eine rote Mi-6 noch reinholen. So, dann müsste das auch passen. Dann bringen wir hier auch gleich noch wieder ein paar Leute unter. Und na, so muss das doch sein. Wieder ein paar in Arbeit bringen hier. Geht ja so nicht weiter. So, ja, warum habe ich das hier überhaupt grundsätzlich so gemacht? Naja,
Bis hierhin ist alles wunderbar und danach ist es halt schwierig. Prinzipiell kann man den Output hier von der Umwandlungsanlage, das sind halt so eine UF6-Container, die kann man durchaus, könnte man durchaus auch hier reinschieben. Aber ich weiß nicht, warum das so ist und ob das so bleibt und so. Aber diese ganze Sache mit Containern und auch, wie wir das bei Fahrzeugen ja schon hatten, hier mit der Fabrik, es ist, naja. Sagen wir mal, es ist ein bisschen speziell. Wenn man weiß, wie es gedacht ist und wie es läuft, kommt man schon irgendwo mit zurecht. Oh, apropos zurecht, wir brauchen hier noch Fahrzeuge. Warte, 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 die habe ich bisher vergessen gehabt. Zeugs haben wir inzwischen da, was wir brauchen. Ja, das ist gut. Ich nehme mal wieder hier, wo sind denn hier die großen? E50, 3. Achso, wir haben nur eine kleine Werkstatt, 2 reicht ja. So, also. Ja, also diese ganze, wie gesagt, Container und Fahrzeuge, zum einen funktionieren die ja nicht mit Verteilerbüros, was ich erstmal schon irgendwie ein bisschen doof finde. Man kriegt es mit Linien auf die Reihe, so wie wir das bei den Fahrzeugen ja auch gemacht haben. Hier wird es ein bisschen komplexer, weil wir eben Waren transportieren müssen. Und das ist aus meiner Sicht noch nicht mal das Schlimmste. Ich muss sagen, das Ärgerlichste ist eigentlich so ein Verhalten. Oder naja, vielleicht kann man es mit anderen Sachen besser vergleichen. Weil ich bin gar nicht so sicher. Jetzt erzähle ich hier gerade schon Sachen. Eigentlich ist es hier genauso. Die machen erstmal ihr Exportlager fertig. Stahlwerk macht das ja auch, bevor er die Sachen hier rausliefert. Das ist hier bei der Fertigungslinie auch so. Wir haben ja hier auch so ein Auslieferungslager und wenn wir jetzt hier jemanden angeschlossen hätten, der da liefert, die Autos hier an der Stelle, dann hätte der erst das ganze Ding voll gemacht. Die Problematik und was es denn doch ein bisschen ändert im Vergleich zu den anderen Werken, ist halt hier der Ausgabebereich ist gigantisch. Das sind, glaube ich, um die 300 Fahrzeuge mindestens. Und erst danach würde ein externes Lager gefüllt werden. Das ist nicht gar so schlimm, weil wir transportieren die Fahrzeuge hier mit der Bahn ab und die zieht sich das auch aus dem internen Exportlager raus. Und naja, hier haben wir ein bisschen halt ein Problem. Wir haben hier wieder Container. Das ist in der Fall, in dem Fall wirkt es wie die Fahrzeuge, weil das eben die gleiche Geschichte ist. Wir haben hier ein ziemlich großes Ausgangslager. Ich glaube, ein so ein Container hier. Was hat denn der da drin? Kannst du mir mal bitte. Wobei eigentlich sieht man das ja 3 Container oder 3 Tonnen in 4 Containern. Das wären ja denn so 0,75. Ah ja, doch, man hat es hier gerade gesehen. Ich glaube, 0,75 Inhalt ist ein so ein Container. Naja, und die Ausgabe hier, also der Platz, den man hier hat, der ist wirklich gewaltig. Eigentlich müsste man das doch hier vielleicht bei den Sachen sehen. Lager für Fahrzeuge, Export, 186 Quadratmeter. Ja, was sagt uns das jetzt? Irgendwie sagt uns das gar nichts, weil was soll ich mit dieser Angabe 186 Quadratmeter anfangen? Also das ist irgendwie auch etwas unverständlich. Aber ich meine, die Container stehen hier und es passen wirklich sehr, sehr viele rein. Und erst danach würde das an Ausgangslage geschickt werden. Also wenn wir das anders designt hätten und zum Beispiel, das hatte ich schon mal ausprobiert, wenn man das hier nicht. Doch, er hat hier auch Werksausgänge und die könnte man durchaus hier anschließen. Also an dieses Lager. Das Problem ist nur, ehe da was rüberkommt, dauert es ewig, weil der erst eben das ganze Lager hier voll macht. Und wir haben das gleiche Problem denn wieder bei den Kernbrennstofffabriken. Da ist nicht nur der Eingang problematisch, beim Ausgang passiert wieder das Gleiche. Wir haben hier ein ziemlich großes Ausgangslager und erst wenn das voll ist, wandert hier was rein. Und das funktioniert für mich irgendwie. Naja, es geht schon. Ich hatte denn mal wirklich das gebaut und sehr, sehr, sehr lange gewartet, bis die ganzen Lager voll sind. Und man kann es dann durchaus hinkriegen, weil es auch von hier liefern sie es dann irgendwo dann mal an das Kernkraftwerk. Es geht schon, aber wie gesagt, irgendwie finde ich es mega unhandlich. Ich glaube, jetzt haben sie es hier geschafft, das abzureißen. Ja, sehr schön. Dann mach mal. So, aber gut, es ist nicht so schlimm, es ist relativ einfach auf die Reihe zu kriegen mit einem LKW und es ist aus meiner Sicht viel handlicher. Klar, es kann keine Verteilung das machen, wie erwähnt, aber wir müssen es über eine Linie lösen, aber das geht schon. Also, wir holen die UF6-Container hier ab und liefern die hier ins Lager, holen dann von da
geht das wunderbar hier denn in die beiden Kernbrennstoffverteilanlagen. Die schicken das natürlich, wie gesagt, nicht zurück, so wie er hier auch nicht, sondern die lagern das hier drin. Aber wir können es halt hier über das Lager rausziehen. Dann bringen wir das hier in das Kernkraftwerk. Und das machen wir eine ganze Weile und wir werden von der Produktion aber so viel produzieren, dass das Kernwerk so viel wie das Kernkraftwerk gar nicht braucht. Wir werden also Sachen übrig haben und die übrigen Sachen, die packen wir dann hier ins Lager. So, und zusätzlich wird es auch so sein, dass das Kernkraftwerk, der hat halt auch, wie wir sagen, ein sehr, sehr großes Lager. Zum einen eben für die reingehenden, das sind halt alles, wie gesagt, Container, für die Brennstoffelemente. Und am Ende bleiben halt auch Brennstoffelemente übrig, die verbrauchten. Und die bleiben auch drin. Ja, wir werden dann hier einen Zug ansetzen. Der wird halt warten, bis er voll geht. Das muss auch wieder eine Linie sein, weil, wie erwähnt, das sind halt Container, die gehen nicht über eine Verteilung. Und der Zug, der wird dann halt so lange hier stehen bleiben, bis er entweder voll läuft mit den Brennstoffcontainern, also den unverbrauchten. Das wird sich so nach und nach füllen, aber er wird nebenher auch alles einsammeln, was an verbrauchten Brennstoffelementen sind, ist. Und dann exportieren wir die. Ja, ich denke, ich werde es hier auch hier Richtung Baraslav schicken. Wäre schon eine Variante. Inzwischen ist da schon nicht mehr so viel los. Dann können wir den da, außerdem wird er relativ selten fahren. Es ist eine vergleichsweise einfache Geschichte. So, also, wir haben hier Uranumwandlungsanlage. Hier können wir alles einsammeln, was wir finden. Da sind nur die UF6. Dann gehen wir hier in das Lager. Da wollen wir denn die erwähnten UF6 ausladen. Das müssten hier die 30B sein, ja. Und wir laden denn auch wieder ein und laden denn jetzt also ein die Typ B. Jo. So, und der Rest ist dann einfach, wir laden im Kernkraftwerk alles ab. Wir haben ja an der Stelle jetzt eigentlich nur die die großen Container. Ist hier da wieder seid ihr da irgendwo aneinander gekappt. Ist das gleich nochmal ankommen. U-Bahn schaffen es wohl noch nicht so ganz so. Und dann du hier rein und du hier rein. So, na gut, das sollte soweit ganz gut funktionieren. Hast du hier schon ein bisschen was drin? Ja, na gut, wir haben ja vorhin schon gesehen, ein paar Container haben wir da. Dann kannst du hier mal losfahren. Gucken, was du so alles findest. Warte mal, ich lasse mir mal hier kurz das Kernkraftwerk, damit ich wieder zurückkomme und dann auch so die zwei hier. Naja, das ist halt hier mit der, das ist halt noch ein bisschen nicht so ganz toll mit dem Hin und Her und den Sachen. Andererseits bin ich immer noch leicht verwundert, warum das eigentlich so ist. Ich habe es in ähnlicher Art eigentlich an anderen Stellen schon gebaut und da hat es gut funktioniert. Irgendwo habe ich hier wohl noch was vergessen. Warte mal, müssen wir mal sehen. Weil die sind hier richtig. Hier ist eigentlich auch, tja, eigentlich nicht hundertprozentig zu erklären. Weil die fahren hier rein. Wow, Moment. Ja, dann ist es doch. Na klar, die haben hier die Doppelung. Stimmt, weil ab hier haben wir die zwei Richtungen. Ja, und das muss ich machen, weil ich hier bauen will. Naja, dann ist es halt ein bisschen unglücklich. Naja, okay, dann müsst ihr halt durch. Ab und an wird es schon noch stören. Aber so sei es denn. So, dann gucken wir mal wieder hier, was unser LKW so treibt hier. Der hat die UF6 Container geholt und hat 4 geladen. Jetzt packt er die hier rein und die werden dann dafür sorgen, dass die hier arbeiten können. Ja, der hat UF6 Import, der hat auch UF6 Import. Er hat nichts rausgeholt, deshalb fährt er gleich wieder dahin. Das macht er jetzt so lange, bis er denn hier auch ein paar Kernbrennstoff-Elemente bekommt. Das wird vielleicht gar nicht so lange dauern. Hoffen wir mal. Erstmal legt er ein paar hier hin. Solange die hier gerade noch was haben und voll sind, kommen die halt hier rein. Und die holen sich die dann aber. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die gehen da rein und wieder auch zurück. Sollte normalerweise funktionieren. So, und jetzt hat er das erste Mal hier ein paar fertige Kernbrennstoffelemente gefunden. Und dann bringt er die also jetzt hier ins Kernkraftwerk. Und die können noch nichts machen. Ja, ah, die haben hier nichts. So, dann wird er die da reinpacken.
Und da er denn alles leer hat, lad aus, oder gleich wieder da hinten zurückfahren. Ich könnte jetzt an diversen Stellen hier oder da auch warten bis voll und so, aber ach naja, am Ende ist er doch eigentlich ganz gut unterwegs und das funktioniert eigentlich auch mit dem Abtransport ganz ordentlich. Das habe ich mir mal so ausprobiert und fand das eigentlich von allen Lösungen, die ich da sonst noch so gefunden habe, mit die angenehmste. Wie erwähnt, der hier reingeliefert ist prinzipiell möglich, aber man hat dann eben eine tierisch lange Anlaufphase und irgendwie ist das nicht so toll. Ich fand das hier mit dem irgendwie ein bisschen besser. Naja, so. Ja, die sind hier noch am Basteln, ja. Gesagt, von der Geschichte her, wir hatten das ja schon mal alles ausprobiert, ausgerechnet am Anfang, die Uranmine, die produziert so viel, dass es so nach und nach dieses Lager voll machen wird. Uranerz, ja, das ist richtig. Weil er es hier nicht ganz schafft, das leer zu machen, aber fast. Das ist nur relativ wenig und wie gesagt, noch einen zusätzlichen hier da reinzustellen, das wollte ich nicht. Der hier im Gegensatz allerdings dazu, der macht hier das Uranoxid komplett leer, weil er ein bisschen mehr verbraucht. Und dann ist es halt von der Produktion auch so, dass, da kann man ja hier sehen, wenn der hier voll durchläuft und das funktioniert so einigermaßen, wie gesagt, nicht ganz, weil der hier nicht 100, wobei, wir können ja gucken, wir haben hier 1,7 Tonnen und die kriegen wir auf jeden Fall auch durch von der Tagesproduktion und er könnte 2,0 Tonnen, also schafft er das nicht so ganz, deshalb sind wir hier auch ein bisschen unter die 0,96 und naja, aber trotzdem ist das von der Sache, er produziert hier, also die Umwandlungsanlage, die produziert etwas mehr, weil die sind hier bei 0,4 pro Tag zu 2,08. Er produziert knapp mehr, aber nicht viel mehr. Und insofern ist das eigentlich so, wie das von den Werten ist, einigermaßen alles abgestimmt. Es führt eben dazu, dass wir pro Tag eben hier fast 0, also das ist ja 0,1 fast pro Tag und wir sind fast bei 0,2. Nicht ganz, weil wie gesagt, die sind nicht voll, aber trotzdem, wir haben 0,2 Kernbrennelemente und naja, wenn man das hier sieht, wenn das Ding voll total auf Max laufen würde, dann würden wir nicht 0,2, sondern nur 0,08 verbrauchen. Und das wird eben dazu führen, dass diese ganze Produktion, die wir hier haben, eine Menge zusätzliche Kernbrennstoffelemente erzeugen wird und die können wir verkaufen. Das heißt, neben dem Strom wird diese ganze Anlage auch noch diese Container hier zusätzlich bringen und die sind halt doch ziemlich teuer. Das bringt doch einiges an Geld. So, jetzt läuft das Ding schon. Wir haben die Leitung hier drin und dann haben wir hier auch unser Hochspannungsleiter. Primo, ist das denn? Der hängt da. Aha, okay. Na gut, von mir aus ändere ich jetzt erstmal nichts dran. So, und das heißt dann natürlich auch, wir haben hier unsere Hochspannungsleitung und hier die auf Rio, das müsste ja die da. Nee, warte mal, das ist ja noch falsch. Wir würden hier an der Stelle 2 und 3. Ich hätte gern die hohe Priorität auf der 1. Nee, halt fast. Die zwei Anschlüsse, das sind ja die, die vom Kernkraftwerk kommen. Also die 2 und die 3, die sollten auf hohe Priorität. Wir wissen, wenn das Kernkraftwerk liefert, dann geht das hier rein und dann kommt hier nichts rein. Und dieses hier nichts rein, das ist ja die Leitung, die da nach Pjedanz geht. Will heißen, Pjedanz ist unsere Notfallversorgung. Jetzt normalerweise wird das Kernkraftwerk hier versorgen. Der schiebt das dann auch hier rein und versorgt sich damit selber oder genau genommen hier die Infrastruktur. Wie gesagt, wenn hier mal was stecken bleibt, dann übernimmt das Pjedanz und das wird eben dazu führen, dass wir hier eigentlich durchlaufen können. Zumindest vom Strom her sind wir an der Stelle sicher. So, das ist schon mal die Geschichte. Jetzt müssen wir uns noch hier unseren Zug organisieren. Schicke Tatra-Straßenbahn, die hatten früher auch schick. Zug wartet so lange, dass mir gerade mal egal, wo die Polizeiautos, die sind hübsch. Arbeitslosigkeit zu hoch. Was haben wir denn jetzt noch an Arbeitslosigkeit? 250, das ist stark gesunken. Naja, müssen wir mal sehen, wie wir das hier drehen. Wir sind schon an der Grenze. Aber gut, das habe ich ja etwa ausgerechnet. So bei grob 4.500 können wir alles, was wir hier momentan so an Arbeitern haben, auch nutzen.
Und alles darüber ist dann für den Moment erstmal verschenkt. Aber ja, allgemein wird es schon passen. Gut, jetzt müssen wir uns also noch darum kümmern, dass die Dinger hier abtransportiert werden. Also vor allem geht es natürlich um die verbrauchten Elemente. Diese hier. Verbrauchter Kernbrennstoff. Das hat aber noch nicht für einen Container gereicht, ne? Was haben wir denn hier? Kann man hier nicht was sehen? Wo packt er die hin? Ja, die gehen da gerade gleich rein. Das Lager hier außen ist noch nichts zu sehen. Ist das hier? Ne, ich glaube schon, dass das hier in dem Bereich ist. Ist das ein Container? Kann man nicht so genau sehen. Vielleicht ist es auch der Verbrauchte, der da anfängt. Naja, wir haben eigentlich keine große Eile. Aber wir können das ja trotzdem mal einstellen. Dass wir das denn an der Stelle schon mal haben. Gut, die Zugzusammenstellung, das müssen wir dann wieder im Zugdepot machen. Also holen wir uns hier mal wieder einen Zug. Und ein Nicht-Gleisbau-Elektro. Und dann nehmen wir mal wieder hier die roten. So ran hier. Gucken, ob das funktioniert, ob er hier durchkommt. Wie sieht es aus? Das Haus hier ist gebaut. Haben ja da noch ein kleines bisschen die Einwohnerzahl erhöht, aber naja, es hat nur teilweise geholfen. Naja, was soll man sehen. Aber prinzipiell, ja, wir haben ja inzwischen hier auch drei Bauzüge drin und versorgen die auch einigermaßen ordentlich und sind immer noch ein bisschen übrig. Also an sich ist das so schon in Ordnung. Das hat mir soweit ganz gut gefallen. So, dann wollen wir mal gucken. Steht ja noch hier drin. Ja, steht noch da drin. Gut, dann holen wir sie uns raus. Gut, also. Komm mal ran hier. Ist gerade mal wieder voll hier. Ich versuche das, aber fast im Grund, da mal nach Singapur zu fahren, ne? Aber naja, gut. Könnt ihr die Dinger natürlich auch bei der NATO verkaufen. Wo wie gesagt, das wird, na, da wird sehr viel zusammenkommen, weil die Dinger sind wirklich teuer. Die bringen durchaus auch bei der NATO denn einiges. So ist es nicht. Also die verbraucht natürlich nicht die Kosten, wenn wir es exportieren, ist ja klar. Aber die nicht verbrauchten, die sind wirklich recht teuer. Naja. Das will mich aber hier ein bisschen ärgern, ne? Kann aber gar nicht so voll sein, davon habe ich beim Schon. Vielleicht hätte ich den gleich in Singapur kaufen. So, jetzt haben wir es geschafft. Okay. Gut, der muss auf jeden Fall hier hinfahren. Das hilft ja nichts. Dann können wir schon mal die Strecke fürs Wagen holen. Das ist ja dann auch wieder hier und hier. Ach, das geht erst, wenn er hier drin ist. Ah, okay, wir machen mal hier den zu. Den brauchen wir im Moment nicht. Da kommt unser Lok. Sehr schön. Ich soll ja mal einen Schluck trinken. So, da brauchen wir wieder offen, ne? Ich nehme mal gleich wieder 5 Wagen oder so. Muss eigentlich nicht so viel sein, aber naja. So, dann kannst du hier hin. Das passt. Du gehst dann hier und holst mal alle Wagen. Das ist wie gesagt erstmal nur der Wageneinkauf. Und noch nicht unsere Linie. Du kannst schon mal losfahren. Und dann neues Fahrzeug kaufen und dann bitte Güterwagen. Offenen Ladefläche her. Die sind 20 Meter. 5 oder 4. 1, 2, 3, 4. Ich rechne. Ja. Der steht sowieso die meiste Zeit da rum. Na gut, wenn wir mehr Wagen haben, dann kriegt er halt ein bisschen mehr auf einmal weg, aber. Und 100 Meter. Schlüssel. Mach mal 5 Wagen. Eigentlich nimmt er jetzt 4. So was macht er ja immer ein weniger. Wobei, ich habe ja meistens so um die 100 Meter. Ich glaube, der kriegt 100 Meter bei diesem Transport hier. Das ist immer nicht so ganz. Aber so ganz verstehe ich das auch nicht, weil die Züge, die hinterher fahren, die sind ja doch erheblich länger. Und insofern, naja.
kann man auch gerade ganz gut sehen, dass die Lok 18 Meter ist, weil wir haben 4 Wagen a 20 Meter. Und ja, ich glaube, bei dem Transport von Wagen, die er hier holt, da sind es dann im Allgemeinen eben mal knapp 100. Zumindest sieht das aktuell so aus. Na gut, so, jetzt wird das auch wieder hier so laufen. Er wird da reinfahren, die Wagen ausladen und dann stehen bleiben. Na, es ist ja keine so richtige Linie. Wir müssen ihn also wieder erneut losschicken. So, und danach haben wir es aber. Okay, wo hast du denn den Stau gefunden hier? Hast du wirklich hier irgendwo einen Stau? Oh ja, aber das ist wieder mal Asphaltierung. Da steht halt hier wieder der Kipper und kippt die Kies wieder in Zehntelschritten raus. Und die stehen hier alle. Ja, ja, so ist das halt. Die machen schon ihre Späße hier. Na gut, so, das sieht denn ansonsten aber ganz ordentlich aus. Wo bist du denn hier unterwegs mit dem letzten Wagen? Bist du schon auf dem Rückweg? Nee, da ist gerade Alko. Okay, dann ist er, glaube ich, schon durch. Oder? Ist ja nicht so viel Verkehr hier. Ich sehe hier unterwegs keinen. Nee, wir haben hier 4. Sobald ich die nicht sehe, muss das nichts heißen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach nur blind bin, ist relativ groß. Da steht er. Okay. Der muss hier halt warten. Naja, wir werden das auch noch ein bisschen entflechten. Wir haben ja da noch eine Zugverteilung, schon mal gesagt, die wird die ganze, da werden die Tankwagen reinwandern. Ich werde hier noch Tankwagen drin lassen, aber nur für den Export, die ganze Verteilung in der Welt, das wird das andere Zugverteilungsbüro übernehmen. Was macht ihr denn hier für Sachen? Hat euch eine Wartung zu tun? Wieso fliegen die hier über den Dingern? So, na gut, alle da, sehr schön, dann können wir den hier an, mal das Zeug hier anbaumeln. Bin ja mal gespannt, ob ich das auf Anhieb wieder richtig eingestellt kriege. Vielleicht hätte ich mir das lieber mal aufschreiben sollen. Ein bisschen ist es immer wieder rumprobieren. Aber gut, so, dann kommen wir ran hier. Das ist von der Strecke her vergleichsweise einfach, weil wir müssen nur hier hin. Dort. Und dann bringen wir das ganze Zeug hier weg. Eigentlich war es da gar nicht so voll, ne? Baraslav, wo wir gerade geguckt haben. Jetzt kommt was los. Das ist doch schon ganz ordentlich hingekriegt. Achso, jetzt hat er die Dinger hier alle noch, die anderen noch von eben drin. Moment. Konstanz langes Zugdepot. Jetzt verstehe ich gerade, was hier passiert ist. Gut, ist aber richtig. Das Lager und dann zum Zollhaus. Soweit ist das erstmal alles ganz ordentlich. Ja, komm, wir geben dem Ding mal ruhig einen Namen. Das ist Export. Kernbrennstoff. Ja, das ist das. So, und dann müssen wir hier im Lager ein bisschen schauen. Also, wir wollten hier, na, eigentlich wollen wir alles, was er da findet. Jo. Und er wartet, bis er voll ist. Na, mehr haben wir hier nicht. Dann fährt er zum Zollhaus und haut das alles raus. Und eigentlich sollte er denn jetzt hier warten. Wie gesagt, während er wartet. Naja, wir werden es dann beobachten. Mal gucken, vielleicht hat er schon ein bisschen was drin, aber sonst mehr brauchen wir eigentlich nicht. Das müsste eigentlich so gehen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gerade nicht vertan, aber das ist die grundsätzliche Idee. Dann können wir hier losfahren. Da zieht er los mit seinen 5 Wagen. Und ja, mal gucken, ob hier schon irgendwo sich was ergeben hat. So. Doch, hier sind ein Haufen Container. Inzwischen sammeln die sich hier drin. Ich glaube, die gehen hier nicht direkt raus. Und wir haben hier sowieso rein, wollen wir da keine Container machen. Die sollen nur nach hier. Und mal inzwischen hier auch Abfall. B-Verpackung. 0,4 verbrauchter Kernbrennstoff. Das ist ja wirklich wahnsinnig wenig. Und 2,2, naja, wir haben ja gesehen, also die Mengen sind nicht so doll, aber es ist natürlich von der Menge. Wir können ja gerade mal gucken hier. Der hat hier 2 Container. Und die 2 Container, wenn wir die verkaufen würden, das wären 174.000 Rubel oder auch 109.000 Dollar. Aber der Zug, der wird erheblich mehr haben. Der wird mehrere Millionen am Ende transportieren. Na gut, hängt natürlich auch damit zusammen,
ja, mein vergleichsweise lang gemacht haben, aber irgendwann wird halt sich denn schon immer auf den Weg machen. Naja, und wenn wir denn hier auch die Sache voll durchziehen, dass wir hier weitere Energie produzieren, dann wird da auch mehr Kernbrennstoff erzeugt werden. So, der Zug steht hier. Hat er schon irgendwas drin? Nee, hat er nicht. Aber wie gesagt, das dauert, ehe die Sache ans kommt. Erst wenn das hier richtig voll ist, die Kernbrennstoffelemente, die gehen hier schon raus. Aber die Sachen, da wird erstmal so schnell nichts passieren. Na gut, so, nächste Aufgaben. Zwei Sachen grundsätzlich. Zum einen würde ich natürlich weitere Energie verteilen hier in unserer Republik, das ist ja klar. Und zwar, na, wobei wir können ja überlegen, vielleicht schon mal anschließen, weil andererseits ich überlege, weil ich würde ehrlicherweise auch gern so ein bisschen die Sache hier mit der Farm dann mal angehen und da ein bisschen planen, weil das wird eine Weile dauern, bis wir die da gebaut haben und das wäre vielleicht auch eine Idee. Jetzt gucke ich hier erst noch mal, hier alles soweit ordentlich ist. Also wir sind hier fertig inzwischen. Dann können wir nämlich hier auch die Sache mal von den Signalen ordentlich einstellen, bevor hier noch Dinge passieren, die niemand will. Und hier rein und raus. Das Übliche. So. Da können wir nämlich hier komplett in dem gesamten Bereich, wenn wir das machen, inklusive hier der Farm, dann ist das da ordentlich. Hat jetzt nicht zu Problemen geführt hier. Irgendwie war da die Sache doch ziemlich safe. Aber es ist natürlich hier auch nicht so viel Verkehr. Also so ohne Rechtsverkehr hier in diesem ganzen Bereich, ich glaube, das wäre übel. Aber naja, gut. Nicht gemacht. So, jetzt haben wir die Sache hier soweit, glaube ich, Rechtsverkehr alles ordentlich eingestellt. Hier müsste das auch passen. Hier haben wir die Sachen drin. Könnten wir hier noch einen dazwischen, aber ach naja, eigentlich ist das auch nicht nötig. Wobei, naja, ist mal hier ein Block dazwischen, why not? So, hier müssen wir das noch lassen, weil hier haben wir noch viele Bereiche, wo wir die Richtung, die beiden Richtungen brauchen. Hier hat er noch ein Gleis. Ansonsten hat er aber hier auch alles geschafft. Das ist klasse. Und hier ist auch schon ein Bau. Okay. Das ist natürlich sehr schön. Dann werden wir hier mal zumindest mal den Bahnhof gerade noch anhängen. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch einen Flüssigkeitsbahnhof. Und ach ja, ich hoffe, da passiert jetzt nichts, wenn ich die Signale, den würde ich hier anschließen wollen und hier unten reinsetzen. Das war so die Idee. Also Flüssiggut entladen und zwar mit dem Ausladen nach oben. Weil wir müssen da zur Farm denn hin. Ein bisschen Platz brauchen wir auch. Hier für die Gleise, aber das müsste eigentlich jetzt schon genügen. So, dann komm mal her. Und ja. Vielleicht so bis hier komme ich denn da vorne schon ran. Da kommt schon der Bauzug an. Naja. Mehr kann ich hier nicht. Da komme ich hier in den Bereich. Naja, weißt du, dann glaube ich, würde ich fast denken, dass ich sogar hier noch einen weiter kann. Ja. So. Und dann du hier. Jetzt hoffe ich, dass du da nicht über die Straße. Ach, das ist der. Mensch! Dann hätte ich, war es vielleicht doch richtig, so wie ich es am Anfang hatte hier. Jetzt nicht gedacht, dass da, aber naja, man erlebt immer wieder Sachen, dass es da Probleme geben könnte. Sind Fahrzeuge. Ah, Mist, das wollte ich gar nicht. Mein Gott, ist das. Komme ich zu spät. Na gut, nehmen wir mal an, der andere funktioniert. Ja, wobei, mit annehmen ist nicht gut. Jetzt warten wir das gerade mal ab, was er da so baut. Und dann schließen wir das hier mal noch an. Das wollte ich denn gerade mal doch noch ein bisschen machen hier, dass wir hier noch was reinstellen können. Dann gucken wir uns das mal an, wie das da mit der Elektrizität aussieht. Ja, Signal im Weg. Ja.
Jetzt kann ich das da nicht. Das ist aber auch gemein. Jetzt wahrscheinlich muss ich knapp dahinter. Ach, das ist aber auch. Jetzt könnte ich sogar hier ran, behauptest du? Jetzt mach mal kurz Stopp. Du gehst da nicht ran, oder? Nee, das ist zu scharf. Doch, aber bis hier kann ich. Naja, die Speicherung immer noch zwischen. Aber naja, wir haben es ja schon oft genug erlebt. Ohne Speicherung will ich denn doch nicht. So, jetzt haben wir es hier dran gekriegt. Weil es ist halt doch immer noch ein bisschen das Problematik, die ist nach wie vor da. So, dann brauchen wir hier die Kreuzung möglichst weit hier hinten. So. Toll. Das ist aber auch. Heute will er mich hier ärgern. So, dann machen wir das so. Das von hier. Das soll ja doch möglichst symmetrisch sein. So, jetzt haben wir die hier drinne. Dann können wir das von hier jetzt links setzen. Das ist gut. Und hier müssen dann die Chains davor. Ah, das geht jetzt nicht. Weil der andere da im Weg ist. Das kann ich erst machen, wenn er den gebaut hat. Na gut, aber grundsätzlich sollte das so passen. Jetzt checken wir gerade nochmal die Länge, aber da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Hier ist unser Signal. Und ich muss bis hier hinten und wir haben... Ach, 2 Meter, das ist mehr als ausreichend. So lange sind die Züge gar nicht. Da habe ich es fast noch zu gut gemeint, würde ich denken. Na gut, okay. So, denn... Ja, ein bisschen zu gut gemeint, als dass es uns zu knapp ist. So, damit ist der angeschlossen. Wunderbar, sehr schön. Haben wir den da auch noch dran. Und ich hoffe, die Züge kriegen das jetzt hin. Auch der elektrifiziert schon bis hier. Na gut, dann macht er danach das Stück. Ich muss halt das Signal da setzen, weil ansonsten kriege ich hier ein Problem. Die Bahn, die geht hier auch voll über die Abzweigung, aber scheint sie nicht zu stören. Ne? Naja. So, dann können wir vielleicht hier auch noch mal schon ein bisschen da hoch verlängern. Das braucht man natürlich dann auch noch. Und das wäre dann hier die Ecke, wo ja die Idee gewesen ist, wir bauen eine Werkstatt. Und hier nehme ich dann jetzt wirklich eine mittlere. Das sollte genügen, um da den Bauernhof noch ranzukriegen, dann der einst. Und bei den Gebäuden hier, die ich jetzt alle so setze, versuche ich die Straßen überall ein bisschen länger zu machen. Das sehe ich jetzt zwar nicht wegen Tooltip, aber ich gehe mal davon aus, dass es das ist. So, baut er hier noch Straße? Ja, macht er. Das ist ja auch wieder... Weil die Idee ist halt... Jetzt hat er... Na, ist aber okay. Jetzt hat er die hier fertiggestellt und hat den hier in der Hoffnung, dass da den Hubschrauber dran können. Und sie können. Sehr schön. Bei kürzeren Ecken, da kommen sie nicht dazwischen. So, das wäre das hier. Und dann holen wir uns hier die Feuerwache. Das ist ja die Idee. Die Werkstatt geht jetzt vor allem darum, für den Bauernhof, den wir denn da kriegen. Die Feuerwache, die ist sogar hier im Bereich. Das ist schön. Haben wir das ja lang genug gemacht. Das habe ich, glaube ich, nicht lang genug gemacht. Da müssen wir jetzt echt mal... Ich meine, es ist zwar nicht zwingend notwendig, aber es macht die Sache doch deutlich einfacher, wenn wir da die Schrauber mitbauen lassen können. So, du kannst hier durchaus ran. Ja klar, wieso nicht? Und die Straße ist garantiert auch lang genug. Du kriegst hier auch wieder deinen Hubschrauberplatz, natürlich. Bei der Sichtquelle. Machen wir erstmal hier Kies. Und sagen wir mal, wir machen den Kies erstmal nur bis hier. So. Das haben wir hier so. Und du kriegst natürlich den. Und hier haben wir das schon. Also du bist sogar auf... Na ja, gut, was soll's. Kannst du hier aus auf Asphalt. Wenn die Hubschrauber das können, das ist ja keine Eile. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen natürlich auch denn noch wieder, wie gesagt, hier für die Feuerwehr und für die Werkstatt. Da werde ich denn, wenn wir denn so weit sind, von Siegen-Rioupol die Arbeitskräfte holen. Das werden die einzigen Gebäude in dem Bereich sein, die Arbeitskräfte brauchen. Könnt einfach vielleicht schon mal
Das werden wir dann ohnehin brauchen. Können wir so ein kleines Depot für Straßenfahrzeuge hier ransetzen. Gebäude können. Infrastruktur, dann machen wir so, dann kann er es bauen. Ich überlege, technischen Dienst baue ich natürlich auch dennoch. Irgendwo haben die dann auch noch wieder was, wo sie was machen müssen. Wir werden aber sowieso auch dann beim Bauernhof technische Dienste haben. Insofern ist das nicht zwingend notwendig, dass ich das hier unten baue. Das Depot könnte auch ganz woanders hin, sogar ein kostenloses, aber wir können das ja hier reinziehen. So, dann könnt ihr das alles schon mal mitbauen. Und haben sie ja noch ein bisschen was zu tun und bleibt ein einfacher Weg und die ist ein bisschen schwieriger, aber so haben wir es dann zumindest bis dahin auch schon mal fertig. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. So, dann würde ich sagen, ihr habt hier ein bisschen, weil ich meine, wir haben ja durchaus hier ein paar Hubschrauber und auch sonstige Baubüros, die können da sich schon mal ein bisschen verlustieren. Wo wartet denn hier jemand zu lang? Das war einmal, das ist alles in Ordnung. Okay, sehr schön. Ja, da das auch sauber durchgezogen. Und hier sind sie auf unserer ehemals größten Farm. Naja, im Moment ist es noch die größte, sind sie weiter fleißig aktiv. Ich würde sagen, wir können eigentlich mal die Arbeiter hier ausschalten. Das ist nicht mehr notwendig, weil wir sehen das ja, wie sie hier alle aktiv sind. So. Mal gucken, ob hier schon ein bisschen was passiert ist in unserem Zug. Ne, der ist immer noch leer. Aber hier füllt es sich. Das ist gut. Und wie gesagt, die Kernbrennstoff, wir haben hier, ist denn hier unser Export 0,08. Wahnsinn. Das dauert, ich weiß nicht, was hat denn so ein Container? Also der schlechte. Na, wir werden es irgendwann sehen. Na gut, aber wir können ja dann jetzt schon mal ein bisschen weitermachen mit der Energieversorgung. Das Ding läuft und es kann natürlich auch mal viel, viel, viel mehr hier an Energie erzeugen, als wir momentan nutzen. Wir nutzen es ja für Lindau und Lindau wird inzwischen auch komplett selbst versorgt. Wir haben hier noch die Linie, die ist zur Sicherheit, die werde ich auch lassen und nicht wegnehmen, einfach um das abzusichern, dass hier nichts verloren geht. So, aber jetzt geht es weiter. Wir werden eine Linie haben, also so eine Elektrizitätslinie nach Überlingen. Ich werde eine nach Konstanz und eine nach Markdorf ziehen. Das sind die nächsten drei. Die vierte, die werde ich hier anschließen in Meersburg, werden wir hier ranziehen. Und von dem werde ich dann auch hier im Stadt, wobei das ist ja hier nur so ein kleines bisschen Öl, versorgen. Das wird die vierte sein. Baraslav bin ich im Moment noch nicht sicher, ob ich das will. Wahrscheinlich ja. Die hängen ja hier alle so ein bisschen zusammen. Ich würde wahrscheinlich, also gerade hier Immenstadt und Baraslav und Meersburg auch, wir haben hier zwei Eingänge, den selbstgebauten hier und Kolata, den hier. Naja, eigentlich sind die alle zu klein, also Meersburg, Immenstadt und die Farm, ja. Ich denke Immenstadt, Meersburg, Baraslav, das wird der vierte sein. Wir werden dann, wie gesagt, einmal Markdorf, einmal Konstanz, einmal Überlingen. Das heißt, vier Leitungen brauche ich nach hier. Dann werden wir auch noch eine fünfte kriegen. Die fünfte wird, die werde ich dann... Wie muss ich da mal Festplatte gucken? Mir teilweise zu langsam. Die fünfte, die wird hier die Industrie versorgen und da werden wir auch noch ein bisschen abzweigen hier für den Bauernhof. Das wären die fünf Sachen. Mehr brauchen wir nicht für den Moment. Und dann können wir ja mal gucken, wie wir das hier am besten aufteilen. Ich werde mal gucken, wir ein bisschen auch unterirdisch legen, so wie wir das hier ja auch gemacht haben. Da bummelt man nicht zu viele Sachen. Der ist Planierraube groß. Das ist jetzt für Dollar. Ja, der ist erheblich besser hier. Der heißt einfach nur Planierraube, oder? Ich glaube, kann ich die hier reinkaufen? Das geht nur bei Bauindustrie, oder? Nee, da war Planierraube. Aber ich glaube, das ist Hamak und das ist der 58. Der Hamak war ja schon eine kleine Verstärkung zu dem Stalinek, den wir am Anfang hatten. Trotzdem, der ist hier auf 36 und der ist 58. Also das geht erheblich besser. Allerdings 20 Tonnen ist schon auch eine Hausnummer. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich könnte sein, dass wir hier, und ich weiß gar nicht, ich glaube, die Hubschrauber kriegen das Ding gar nicht weggetragen. Das muss ich direkt nochmal testen.
Aber ich würde grundsätzlich hier natürlich schon gerne hier, gut, wir haben nicht so wahnsinnig viel von den Dingern, aber doch in den Baubüros immer zwei Stück drin. Kann ich die irgendwie hier direkt ersetzen? Das ist halt schwierig. Und ach, na gut, nicht ablenken lassen. Lass uns das jetzt hier erstmal mit der Energie noch ein bisschen zumindest mal klären. Nach wie vor brennt es überall auch noch sehr viel und sehr heftig. Aber das ist ja keine Neuigkeit. Hier hat man Stau. Da holen sie wahrscheinlich wieder Müll ab. So, also, wir haben hier von den Anschlüssen, haben hier noch 8 Stück und wir brauchen 5, wie erwähnt. Und ich meine, von der Richtung her würde ich sagen, der linke hier, dann hätten wir einen da und dann haben wir überlegen Konstanz und ich würde sagen, Marktdorf werden wir hier außenrum legen. Konstanz wohl auch, weil da muss man mal gucken, wie ich das hier drehe. Ich würde mal hier, wir haben hier schon einen Prio-Schalter. Nee, Hochspannungsschalter, da noch kein Prio-Schalter. Den werde ich aber nutzen und den werde ich in der Art nutzen, dass ich die Energie hier reinleite nach Überlingen und alles, was überschüssig ist, die werde ich exportieren. Und dafür werden wir dann diese Leitung nutzen und das geht dann hier raus nach Ballrum. So, und dann haben wir hier den Anschluss für Markdorf. An diesen Sachen hier. Das ist hier der Hochspannungs-Prio-Schalter. Wie gesagt, der wird denn hier auf Export gehen. Und hier kriegen wir den Anschluss. Ich würde sagen, wir werden das für die Stadt, also in dem Fall Markdorf und Konstanz, da werde ich nichts exportieren. Das vielleicht mache ich irgendwie eine Leitung zum Export direkt, weil ich bin natürlich nicht sicher, ich habe das zuletzt nicht ausprobiert, aber ich hatte es zwischendurch halt öfter mal, dass diese Umschaltung nicht wirklich gut funktioniert hat. Und obwohl wir reichlich Strom geliefert haben, waren denn die Leute plötzlich alle ohne Strom, weil der Prioritätsschalter alles exportiert hat. Aber es ist natürlich ein Bug. Es war vielleicht auch Pech, aber irgendwie vom Gefühl her finde ich das nicht gut. Deshalb würde ich das in Überlegen schon machen, weil wenn denn hier plötzlich mal, ist natürlich nicht für lange, aber für einen Moment, wenn hier plötzlich alles ohne Strom ist, ist es nicht so schlimm. Da liegt unsere Industrie zwar vielleicht mal für einen Moment lahm, aber es tut den Leuten nicht weh. Aber hier in der Stadt hätte ich das irgendwie ungern. Naja, vielleicht muss ich mich da auch mit meinem Gewissen noch mal ein bisschen, wie ich das hinkriege. Aber gut, machen wir erstmal den einen hier, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ein Prioritätsschalter. Und der soll dann bitte mal hier rein. Und wenn man da achtet, den haben wir hier doch schon gesetzt. Aber was habe ich denn da eben angeklickt? Dann habe ich es doch schon richtig gemacht. Okay, dann brauchen wir nur den hier reinschalten. Der von hier nach hier ist richtig und dieser, den können wir hinterher abreißen. Der wird dann hier, na gut, eins nach dem anderen. Also wir können hier schon einmünden, das sieht ordentlich aus. Da müssen wir dann auf jeden Fall die volle Leitung nehmen. Stellt sich nur die Frage, mache ich das überirdisch oder nicht? Und dann haben wir ja auch schon festgestellt, wir würden zwei Leitungen brauchen. Einen nach hier und einen nach da. Das werden hier die nächsten beiden Anschlüsse sein. Will heißen, der dritte geht hier nach Überlingen. Und zwar von hier. Na, pass auf, dann machen wir erstmal hier. Irgendwie finde ich das doch ganz gut, da immer mal ein paar Hochspannungsschalter dazwischen zu setzen. Das ist mal irgendwie flexibler. Wenn ich, das wäre eher hier. Ich könnte den auch hier hinziehen. Gut, dann habe ich hier ein bisschen überkreuz in dem Bereich, aber das tut ja auch nicht wirklich weh. Ich würde wahrscheinlich von hier nach da. Das würde ich auch unter der Erde verlegen. Dauert lange, ist teuer und so, aber naja, wobei so lange ist auch nicht. Wir haben ja nicht so einen Haufen andere Projekte. Aber dann komme ich hier nicht überall mit den Leitungen da in Lindau lang, ja. Und die Leitungen da, das wäre ich auch unter und hier auch, ja. Das machen wir alles unter der Erde. Okay, das heißt, ich brauche jetzt erstmal hier zwei von den Dingern. Einmal und einmal. Jo. Und die brauchen auf jeden Fall den vollen Anschlusswert. Das ist mal der erste. So, und du gehst daran. Jetzt kommt der zweite. Hier hin. Ich wollte ich den hier, aber naja, das sieht doof aus. Was machen wir denn so lange? Das ist auch nicht so wichtig. So. Okay, das sind diese hier.
haben wir den schon mal hier verlegt, aber wie gesagt, im Moment wollen wir den noch nicht, aber den würde ich dann wollen. Das wird die, der, na, überlegen geht. Jo. Ziehen wir den ruhig ein bisschen hier ran. Und dann du nach hier. Habe ich diesmal alles ordentlich gesetzt? Ja, hier fehlt ein. Das passt. Okay, so. Und ich würde sagen, von hier bis da, das machen wir unter der Erde. So. Wenn ich es unter der Erde mache, habe ich halt nur 12 Megawatt. Dann muss ich wieder 2 Leitungen legen. Aber das tut ja nicht weh. Das können wir machen. Jetzt da. Denn da rein mit dir. Habe ich jetzt den linken erwischt? Ich hoffe. Jetzt kann ich die ganze Leitung nochmal neu machen. Ja, hatte ich. So. Rein da mit dir. Und kannst du bauen. So, und müssen wir warten, bis der das halt gebaut hat. Wenn er das hat, dann kriegen wir hier die Versorgung von hier. Danach können wir die Leitung abreißen und auf denn da Export aktivieren. Aber naja, wie gesagt, eins nach dem anderen. So, dann macht ihr da mal den. Dann würde ich sagen, haben wir mal hier die Geschichte für... meine, hier entlastet sich schon mal unser Dollarkonto ein bisschen, dadurch, dass wir es dann selbst herstellen und das den nicht mehr importieren müssen. Hier haben wir unser Rubelkonto, das wird im Wesentlichen, nee, nicht im Wesentlichen, wird komplett hier von hier, also quasi Sinkiopol und Collata gemacht. So, da müssen wir mal gucken, wie wir hier rankommen. Ich könnte natürlich hier auch, das ist ja auch alles kein Wohngebiet, da könnte ich eigentlich einen Hochspannungsschalter setzen. Und hier rein und alles hier verteilen und was übrig ist, das könnte ich denn exportieren. Ja, ich denke, das werde ich machen. Wie gesagt, bei Wohngebieten mag ich das nicht, aber ansonsten ist es eigentlich in Ordnung. Will heißen, wir kriegen hier einen Brio-Schalter. Da mündet das ein, was wir ranführen und dann geht er da, tja, hier, ne, das ist unser... Trafo. Ich könnte aber, wenn ich den hier setze, dann könnte ich unterirdisch von hier den hier anschließen. Ja. Und damit wären wir schon in dem kompletten Netz, was eigentlich Baraslav und Impstadt und Meersburg verbindet. Ja. Machen wir das mal ruhig so. Komm du mal ran. Ich meine, wir haben ja auch noch andere unterirdische Leitungen. Insofern ist es sicherlich nicht ganz so trivial. Aber mal gucken, wie wir das hinkriegen. Die Dinger hier meine ich nämlich, das könnte sich damit ein bisschen stören, aber na gut. Dann müssen wir mal sehen. Komm mal ein bisschen nach unten. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Du hier ran und dann du hier. Na, das sieht doch ordentlich aus. Sauber. So, und damit sind wir da in dem Netz drin. Sehr schön. So, da haben wir die hier und jetzt müssen wir von hier zu der Station, die wir da beim Kernkraftwerk gesetzt haben. Das ist natürlich gigantisch. Irgendwo hier würde ich hier an dem See schon vorbei, sondern das macht hier nur Ärger. Wir müssen halt hier überall lang. Ich würde wohl da eine Station dazwischen setzen, weil das ist mir hier doch, sagen wir mal, vielleicht hier ein Überlegen, so ein Hochspannungsschalter dazwischen platzieren. Weil das ist sonst extrem von der Entfernung. Das will ich eigentlich nicht. Notwendig ist das, glaube ich, nicht. Aber wir können das ja, glaube ich, schon ganz gut zwischenpacken. So, pass auf. Du machst den hier. Und dann kriegen wir hier wieder 2 Leitungen. Wahrscheinlich würde ich die versuchen, dann parallel zu machen. Naja, mal gucken. Will heißen, wenn ich den eingesetzt habe, den zweiten denn da anzuschließen und dann die Dinger zusammenzuführen. So, wir sind ja schon bei Meersburg. Da müssen wir hin. Okay, eine andere Info. Das habe ich mir schon fast gedacht. Na gut, dann kommen wir nochmal her. So, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hätte ich vielleicht gleich schauen sollen hier, wo denn die Probleme anfangen. Bis hier ist noch alles okay. Wahrscheinlich dort diese Leitung. Ja, das ist auch... Ist auch nicht verwunderlich. Na gut, pass auf. Dann mache ich jetzt mal kurz Pause. Und dann lassen wir mal hier ein bisschen runter. Ja. Und dann Sandlänge.
Kann ich hier schon einschränken? Könnte ich. Naja, denn gehen wir doch da rein. Habe ich den Radius vielleicht ein bisschen größer? Ja. So. Das ist doch noch nicht übel. So, dann machen wir. Hat sie hier inzwischen gesetzt. Das mag ich eigentlich gar nicht, aber das war dadurch, dass ich da die Höhe ein bisschen ändern musste, kaum zu verhindern. So komme ich jetzt hier irgendwie ran. Da muss ich, glaube ich, hier am Anfang. Ja, denn macht das. Okay. Du bist hier. So. Und ja, jetzt schmiegt er sich da an. Sehr schön. Und dann machen wir es halt so. Jo. Gut. So, ja, mal den extra. Na, das war kaum zu verhindern. Und ja, naja, ist okay. Ich so. So, und jetzt haben wir noch dieses Stückchen hier da. Dort. Und das sollst du werden. Jo. Nehmen wir den hier. Einmal unter Überlegen lang. Dann sind natürlich auch wieder Kabel. So, warte, gib mal kurz Stopp hier. Da wird das ein Knubbel gebaut. Ja. Aber wenn man die Höhen da verändert, dann passiert das eigentlich meistens. Das ist kaum zu verhindern. So, der ist hier dran. Das ist okay. Oh, das komme ich aber so. Jetzt komme ich da vorbei. Oh, da kommen mir ganz, ganz wilde Ideen. Na. Jetzt hier einrasten oder nicht? Nee, du sagst, du kannst nicht. So. Kriegst du das hier nicht mit der Straße oder was? Was ist denn das Problem, Kollege? Na gut, dann machen wir das so. Okay. So, weil ich hatte jetzt gerade die Idee, wenn ich jetzt den ersten Weg, den ich nochmal baue, dann könnte ich vielleicht, na doch, kann ich garantiert den da verhindern. Haben wir hier hinten auch noch einen Knubbel gebaut? Ja, den haben wir da leider auch. Da kommen wir kaum drum rum. Ach, ist ja auch egal. Ich sehe das doch ansonsten sehr ordentlich aus. Und wenn ich den anders baue, dann muss ich da hinten einsetzen. Dann habe ich am Anfang wieder noch ein Möbel drin und das ist auch wieder nicht gut. Nee, wir machen das ruhig so. Das ist schon alles in Ordnung. Ich meine, ein bisschen ist das hier doof, aber dafür ist die Leitung ansonsten sehr ordentlich. Verbraucht auch nicht viel Platz und passt gut ran. Also ist das eigentlich schon ganz okay. Naja, so. Das heißt, wir haben denn hier auch die Versorgung und natürlich dann das Problem, das würde ich aber noch, doch, ich würde sagen, die Exportleitung, die ziehen wir mit einer Hochspannungsleitung denn hier einfach drüber. Die machen wir nicht unterirdisch, weil die würde ich denn, denke ich mal, von hier dort reinbringen. Ja, das wäre so die Idee und das machen wir denn mit einer Hochspannungsleitung über der Erde. Weil ich habe sowieso nur ein. Ja, das passt besser. Na gut, so, das heißt, wir haben denn, naja, wir müssen das natürlich nicht noch bauen, noch haben wir hier keinen Anschluss. Ich wollte sagen, jetzt haben wir den Anschluss. Nein, nein, so weit sind wir noch nicht. Aber ja, wir sind ja schon fleißig am Bauen. Das ist doch gar nicht übel. Dann werfen wir noch einen letzten Blick hier. Wie das hier hinten so geworden ist mit unseren Straßen und Bahnhöfen und Gleisen. Und meine, er hat das hier alles hingekriegt, obwohl ich hier keine Signale weiter hatte. So, du hier rein. So, dann fahr du zurück. Naja, die machen das so nach und nach, wenn sie da am Bahnhof angekommen sind. Sieht ja auch schon ganz gut aus. Das steht alles schon, ja, Wahnsinn. Das sieht ja alles sehr ordentlich aus. Na gut. Hier den Bahnhof haben wir jetzt alles natürlich noch nicht klar, kann ja nicht, weil Straße und so fehlen. Aber naja, mal gucken. Also die nächsten Sachen sind natürlich hier Farm planen.
Wahrscheinlich würde ich das auch als erstes machen. Elektroleitungen haben wir jetzt einige gezogen und haben sie erstmal gut mit zu tun. Und gesagt, wir werden Konstanz und Markdorf natürlich auch noch anschließen. Aber eins nach dem anderen. Okay. So, dann gucken wir mal, ob bei unserem Zug inzwischen was passiert ist. Sprich, ob da ein paar verbrauchte Ker. Oh ja, guck mal hier. Jetzt ist er hier vollgelaufen und hat hier. Das sind alles. Wert der Ladung. Oh, nee, wir haben immer noch keine verbrauchten. Ach, 1,8 Tonnen. Bei. Das ist das Maximum. Nee, nee. Wir haben hier im Moment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 0,2 Tonnen ist so ein Container. Okay. Und dann müssen wir mal gucken, was haben wir bisher an Verbrauch? Wir haben 0,15. Ich denke auch bei 0,2 wird er dann einen Container erstellen und dann wird der Zug den hier auch laden und wegbringen. Und hier passiert schon das hier, der kann da nichts mehr hintun. Da kommen wir ja gerade richtig. Deshalb fährt er das hier zum Lager und damit lädt das hier direkt auf. Das war so ein bisschen meine Design-Idee. Das heißt, wir schieben erstmal das Kernkraftwerk voll mit Containern. Der ist jetzt in der Sättigung, mehr kriegt er nicht rein ins Lager. Und wenn der LKW denn jetzt mit zusätzlichen frischen Elementen kommt und die hier nicht ablegen kann, packt er sie hier rein und die gehen automatisch auf den Zug. Und wenn er eben jetzt hier die Verbrauchten hat, dann sollten die auch auf den Zug gehen. Das sollte gehen. Aber wir werden es vielleicht in Anfang nächste Folge noch sehen. Es kommt nicht so viel zusammen. Das ist auch, glaube ich, schon offensichtlich. Und was man, glaube ich, hier auch gerade schon gesehen hat, dieser Zug im Moment, der hat schon fast 1 Million Rubel an Wert. Und da sind 11 Elemente drauf. Ja. Und da kommen gleich noch zwei dazu. Dann haben wir 13. Naja, wir haben auch noch ein bisschen Platz auf dem Zug. So ist es nicht. Wie viel werden wohl auf einen Wagen draufpassen, wenn man das so sieht hier? Kann man das einschätzen? 1, 3, das könnten sein, dass da vielleicht sogar 8 von den Containern draufpassen. Naja, gut, wir werden irgendwann den Zug voll haben. Es ist gar nicht mehr so lange hin, nachdem das Ding hier schon voll ist. Hier bauen sie fleißig an unseren Leitungen und Hochspannungsschalter. Aber gut. Soweit an der Stelle. Die U-Bahn ist unterwegs, unser Kernkraftwerk ist aktiv, das ist doch wunderbar. Da haben wir doch wieder sehr schön was hinbekommen. Und alles andere sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Bis dahin.